Ich habe einen Megastar behandelt, jetzt vor kurzem. Ne? Der Gil Ofarim. Ja. Ein Megastar ist er nicht, er ist ein Dancing Star in Deutschland. Er hat in der blauen Unterwäsche hat er, Dancing Stars gewonnen. Ne? Na, das heißt, in Deutschland heißt es ja nicht Dancing Star, sondern da bist du ja nicht mal ein Dancing Star in Deutschland, da hast du einfach Let's Dance gewonnen. Oh, Fahrt. Let's bei Dance. Bei uns heißt es wenigstens Dancing Star. Dancing Star. So. Nicht einmal das Down macht so auf. Bild-Zeitung. Jetzt kann man ja auch die Bild-Zeitung wieder als seriöse Quelle benutzen. Jetzt haben sie den Julian Reichelt rausgehaut. Okay. Jetzt können wir auch mit ruhigem Gewissen die Bild-Zeitung wieder als Quelle hernehmen. Sehr interessant. Warte, da müssen wir irgendeinen Sound dazu machen. Wir müssen uns umhören. Das. Ja. So viel zur Bild-Zeitung-Quelle. Das ist er. Na, wir wissen, er David Stern. Ist wegen dem David Stern ist er antisemitisch angegangen worden. Mittlerweile starke Zweifel an der ganzen Story, auch von der Bild-Zeitung, die das ja am Anfang extrem gepusht hat. Du siehst ihn hier, da steht er. Du siehst keine Kette. Das war bevor er rein oder nachdem? Nein, da ist er schon raus. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Hotel so eine Aktion macht. In Na, Hotels schau. Hast du sowas nicht. Na, kann schon vorkommen. Glaubst du? Ja, aber in einem Ein-Stern-Hotel oder so. Ja, okay. Also nicht in so einem. Das ist genauso, ja, also wenn du in Wien ins Ibis gehst oder ins Marriott, also, und da wirst du so behandelt. Ich halte das für unglaubwürdig, aber mal schauen. Ja, also David, Sternskandal um Gil Ofarim, das ergab der interne Bericht des Westin Hotels. Ein 118 Seiten Gutachten, das ist nicht dünn, einer Rechtsanwaltskanzlei nach dem vermeintlich antisemitischen Vorfall gegen Sänger Ofarim im Westin Leipzig entlastet jetzt den beschuldigten Mitarbeiter. Was? Ich lach nur. Nach der internen Ermittlung teilte das Hotel nun am Mittwoch mit. Die Rechtsanwälte haben das Geschehen in der Lobby des Hotels rekonstruiert und sind unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweismittel zum Ergebnis gekommen, dass keine objektivierbaren Anhaltspunkte vorliegen, die es rechtfertigen würden, strafrechtliche oder arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter zu ergreifen. Das Hotelmanagement entschied daher, dass entsprechende Maßnahmen gegen den Mitarbeiter nicht eingeleitet werden. Das wurde dem Mitarbeiter und der Hoteldirektion schon mitgeteilt. Der Fall. Am Abend des 4. Oktober wollte Gil Ofarim ins Hotel der Westin Leipzig einchecken. Es kam zu einer Diskussion mit dem Personal. War der Künstler genervt, weil er nicht schnell genug bedient wurde? Maybe. Fakt ist, Ofarim verließ das Hotel, setzte sich auf einen Bordstein, nahm ein Video auf. Dabei zeigte er seinen Davidstern, den er um den Hals trägt. Packen Sie den Stern ein, soll der Hotelangestellte W gesagt haben, so Ofarim in seinem Instagram-Video. Am vergangenen Wochenende dann tauchte ein Überwachungsvideo auf, das den Fall anders zeichnet. Auf Aufnahmen von der Rezeption ist die Davidsternkette nicht zu sehen. Ofarim beteuert weiterhin, den Stern getragen zu haben, auch an diesem Abend. Ich habe diese Kette immer an. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich immer mit dieser Kette auftrete, sagt er bei Bild Live. Er sei sich bei seiner Aussage gegenüber der Polizei lediglich nicht sicher gewesen, ob er die Kette über oder unter dem T-Shirt getragen habe. Die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei hat nun mehrere der Gäste identifiziert, die zum Zeitpunkt des Vorfalls am Check-in-Schalter der Hotellobby standen. Außerdem wurden mit dem beschuldigten Mitarbeiter, weiteren Mitarbeitern an der Rezeption und allen erreichbaren und auskunftsbereiten Gästen Interviews über den Vorfall geführt.
Auch wurden die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage auf Manipulationen hin untersucht. Obwohl der Mitarbeiter durch Gutachten entlastet wird, hat die Hoteldirektion entschieden, dass er wegen massiven Anfeindungen, denen er nach wie vor ausgesetzt ist, noch nicht wieder voll in den Job zurückkehren wird. Weil das hat schon Welle geschoben, gell? Das hat eine Protestaktion war auch. Da war eine Demo vorm Hotel. Also das war eine Riesensache. So, da gibt es ein Video, wenn wir uns das anschauen. Wenn sich dann herausstellt, dass der Gil Scheiße erzählt hat. Wenn sich dann herausstellt, dass er Scheiße erzählt hat. Du, das stellt sich eh langsam raus. Langsam stellt sich raus, aber jetzt schauen wir mal an, was er dann dazu sagt. Nachher? Und das ist jetzt. Da gibt es ein Video dazu. Oh, interessant. Na, was ist los? Da geht nichts. Ofarim, Sie haben die Bilder, die wir gerade gezeigt haben, auch gesehen. Wie erklären Sie den scheinbaren Widerspruch zwischen Ihrer Aussage und diesen Bildern? Ich sehe keinen Widerspruch, wenn ich das so sagen darf. Ich habe die Kette und das weiß man auch immer an. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich mit dieser Kette im Fernsehen auftrete, wie auch zuvor in der Fernsehsendung, in der ich da saß und aufgetreten bin. Ich möchte nochmal aber anmerken, ich bin froh, dass bei der Ermittlung das gesamte Videomaterial ausgewertet wird. Und ich möchte ganz ehrlich auch darum bitten, dass man zeigen soll, wann dieser Moment gewesen sein soll, wann ich mir angeblich nach dem Vorfall die Kette über den Kopf gezogen haben soll, um damit dann ein Video zu machen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Kette immer an. Es ging eher darum, nicht darum, dass Sie sie danach angezogen haben, sondern dass sie offensichtlich an dem Zeitpunkt, als Sie an der Rezeption standen, nicht zu sehen war, diese Kette. Und genau darum ging es aber doch angeblich. Es geht auch um den Davidstern, genau, um die Kette, die ich immer trage, wie vorher schon gesagt. Und ich habe, wenn Sie sehen, auch gestern in der BAMS war zu sehen, ein Bild von dieser Videoüberwachung, wie ich an der Rezeption stehe und nach hinten zeige. Und es war auch der Moment, als ich gesagt habe, ich wurde gerade beleidigt aufgrund meines Sterns. Aufgrund des Sterns, den ich immer trage. Und ich sage es nochmal bitte. Ich bin dafür bekannt. Ich bin, wenn man das sieht im Internet, auf so ziemlich jedem Foto, auf meiner Timeline, ob Insta oder Facebook oder im Fernsehen, mit einem Davidstern zu sehen. Das ist für mich eine Identifikation meiner Familie, mit meiner Religion. Und ich habe den Stern immer an. Man kann den Stern auch durch das T-Shirt sehen. Ich meine, nochmal, ich wurde als Jude angegriffen. Das ist das, was ich sage, weil ich einen Stern trage. Ich sage nicht, dass ich irgendwie, und das wird mir nachgesagt, gelogen hätte. Das habe ich nicht. Ich trage den Stern immer. Ich meine, der wird sich ja nicht hinstellen und jetzt sagen, haha, ich habe gelogen. Ja. Na, dann hätte er zumindest mal von mir Applaus bekommen, wenn er das wirklich. Ich habe an der Rezeption den Mann es nochmal wiederholt und der Mann an der Rezeption hat es wiederholt und gesagt, packen Sie Ihren Stern weg, dann können Sie einchecken. Schwer zu glauben. Schau, vom Prinzip muss er das so, er muss es so durchziehen. Alles andere, weißt, ist, er muss jetzt bis ans Ende so gehen. Das wird der auch machen. Der wird bis zum Ende durchziehen. Er hat die Kette unter dem Hemd getragen und jeder weiß es. Ja. Er tragt sie immer und jeder muss ihn kennen und jeder muss es wissen. Ja. Nein, es ist eh komplett. Gaslighting nennt sich sowas. Er wollte wahrscheinlich, weiß nicht, aber er braucht wahrscheinlich wieder Publicity oder keine Ahnung. Vor Juppe schreibt, das Interview war vor dem internen Hotelbericht. Ja, das ist richtig, ja. Ja, also es schaut eh nicht mehr gut aus für ihn. Also Herr Ofarim, Sie bleiben bei der Aussage, Sie hatten im Hotel die ganze Zeit auch vor der Rezeption den Stern an und der Hotelmitarbeiter hat diesen Stern auch gesehen, sagen Sie. Er muss ihn gesehen haben, aber ich habe nochmal gesagt, ich wurde hinten beleidigt von einem Gast in der Schlange. Das habe ich auch so ausgesagt bei der Polizei. Ich möchte noch dazu sagen, dass gerade ein Bericht, der gezeigt worden ist, hätte ich bei der Polizei ausgesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Stern getragen hätte. Das habe ich so definitiv nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich hatte den Stern an. Ich konnte nicht sagen, habe ich diesen Stern hinter der Jacke gehabt, vor der Jacke, hinterm T-Shirt, vom T-Shirt. Und es geht aber darum, dass ich nicht gelogen habe. Und jetzt in dem Film gerade eben war das leider so, ich hätte ausgesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich den Stern überhaupt an hatte. Das stimmt wirklich nicht.
Tragen Sie diesen Stern auch heute? Bitte? Ja. Wenn ich jetzt als Türke in ein Hotel gehe mit so einer Halbmond-Sternkette, ich versuche das ein bisschen immer empathisch nachzuvollziehen im Kopf. Ich gehe an die Rezeption, der Typ sagt mir, pack deine Türken-Ding weg und dann kannst du einchecken. Was machst du? Du schaust auf die Kette und greifst an, sag ich, bist du blöd oder was? Ja. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob sie hinter, neben, vor, wenn er den David-Stern anspricht und du denkst dir, was ist los, dann schaust du runter, was meinst du? Mein Stern? Fuck you! Weißt? Ja. Das bisschen... Na, es ist eh, also... Ich da, weiß nicht, ob er vorne ein T-Shirt, na, hinterm da, T-Shirt... Kommst, da kommt, der kommt dann nicht mehr raus. Ja, also das wird sehr peinlich jetzt. Ja. Und ich meine, natürlich, der könnte sich jetzt noch irgendwie... Aber jetzt, nach dem Interview geht das gar nicht mehr. Ne? Also jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der muss dann durch. Ja, aber das wird dann peinlich. Das wird mega peinlich. Der Ding. Können Sie ihn sehen? Gerade nicht. Ja, aber wir sehen, dass du Kette hast. Alles klar. Dankeschön. Herr Ofarim, trotzdem noch einmal die Frage, wir müssen Sie stellen. Wir haben diese Bilder gesehen, Sie haben sie selber auch gesehen. Und man sieht, dass man diesen Stern nicht sieht. Nun haben Sie ja gesagt, genau das war der Grund, aber packt den Stern ein, war der Grund, warum sie angefeindet wurde. Wie ist das zu erklären? Ich kann es mir nur so erklären, dass die Person, die das zuerst gesagt hat in der Hotellobby, mich erkannt haben muss und mich erkannt hat. Und ich habe nochmal, das habe ich in den letzten Tagen auch immer wieder betont, ich setze mich seit Jahren dafür ein, gegen Antisemitismus. Ich trage öffentlich meinen Davidstern. Man kennt mich eigentlich nur mit Davidstern. In jedem Fernsehformat oder auf der Bühne, auf der ich bin. Ob das Stern im T-Shirt oder auf dem T-Shirt ist, ich trage ihn immer. Den habe ich von meinem Vater zur Bar Mitzwa bekommen. Ich habe mehrere Sterne, aber diesen Stern trage ich eigentlich immer. Das heißt, ich bin auch bekannt dafür, dass ich als offen lebender Jude in Deutschland, als zwar als säkularer Jude, das heißt, ich bin nicht streng religiös oder fromm oder orthodox, aber ich bin stolz auf meine Identität und ich trage den Stern. Und das ist etwas, wofür ich angefeindet worden bin. Herr Ofarim, in Ihrem Instagram-Video haben Sie gesagt, dass der Hotelmitarbeiter... Das ist halt eine Frechheit, ne? dass er sich so hinter der Religion verkriecht, ja? Ja. So hinter, dass er das, da führt er sich ja als Kampfbegriff dann, Antisemitismus, ja. Hinter seiner Familie. Also es ist unglaublich. Und es ist halt auch so, also ich tippe auf Narzissmus, ja. Also muss nicht sein, dass es jetzt in eine krankhafte Richtung schon geht, aber zumindest leicht ausgeprägt. Und bei diesen Leuten hast du es ja oft, ja. Die sagen oft, es ist ja nicht für mich, ich mache es ja für euch. Ja. Ja, und betonen das extra und extra und extra, ja. Mitarbeiter Ihnen gesagt habe, packen Sie Ihren Stern weg. Wenn Sie jetzt zurückdenken, hätten Sie das Video genauso mit der gleichen Formulierung, mit dem gleichen Vorwurf noch einmal aufgenommen? Absolut, weil es passiert ist. Entschuldigen Sie bitte, ich habe natürlich, die letzten Tage waren nicht schön und ich bin nach wie vor betroffen, denn ich wurde antisemitisch beleidigt. Zweimal an diesem Abend. Lüge. Einmal in der Schlange. Und an der Rezeption wurde das nochmal wiederholt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht Bedenken, dass es falsch oder richtig ist, sondern nein, es musste sein, aus dem einfachen Grund, es passiert jeden Tag. Und dass es in meinem Fall jetzt hinterfragt wird, kann ich absolut nachvollziehen und verstehen. Ich kann auch verstehen, dass es nach diesem Videobeweis oder nach den Bildern so aussehen würde, als hätte ich ihn nicht angehabt, was nicht stimmt. Ich habe ihn immer angehabt. Ich habe ihn in der Produktion noch eine Stunde zuvor angehabt, und ich ziehe ihn nicht aus. Herr Ofarim, wie sehr fürchten Sie, dass durch diese Debatte um haben Sie gelogen oder haben Sie die Wahrheit gesagt, der Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland, den Sie ja dadurch unterstützen wollten, letztendlich doch geschadet hat jetzt? Ich meine, die sind halt schon sehr gnädig auch mit ihm. Ja, ja. Also sehr, sehr gnädig, ja. Ja. Weil... Die könnten da schon ein bisschen schärfer auch nachfragen. Ja. Vor allem auch, wie rechtfertigt er sich gegenüber dem Hotelmitarbeiter, ne, der jetzt beurlaubt wurde und wegen massiven Drohungen nicht in die Arbeit kann. Gell?
Also da würde ich schon mal nachhaken. Ich kann mir schon vorstellen, dass man so eine Person, die zur Rezeption geht und auf Diva macht und ich bin der Superstar und jetzt muss ich mich besser behandeln, dass er schon gegen die Wand laufen kann, ja, bei einem Mitarbeiter. Aber ich glaube nicht, dass er... Na, nicht so. Und ich meine, natürlich, du, ich glaube auch, dass man angefeindet wird, wenn man sowas sichtbar trägt. Ja, es gibt sicher ein paar Drecks-Antisemiten, die dann was Geschissenes sagen und so. Ja. Bestimmt. Aber genau aus dem Grund sollte man halt nicht, das so instrumentalisieren. Ja. Genau. Der Ottimat, fragen wir doch die Inquisition. Die wird die Wahrheit schon rausbekommen. Ja, genau. Ottimat ist cool. M. Fischer, ich kenne den nur, weil der vor 30 Jahren mal in der Bravo Love Story war. Wie alt ist er? Mit 39 ist er, also das muss vor 25 Jahren gewesen sein. Okay. Ich will's, also das will ich sehen, weil ich habe das auch gelesen früher. Ich kann nur schwer hoffen, dass es mir nicht geschadet hat. Ich habe nur im Vergleich zu vielen anderen Jüdinnen und Juden den Mund aufgemacht und habe etwas gesagt und mich gewehrt. Ja, klar. Und ich habe in meinem Fall, ich habe eher Sorge, dass man aufgrund der Berichterstattung jetzt sich sagt, oh, es wäre noch schlimmer, wenn ich etwas sage. Und das darf nicht der Fall sein. Mir ist das widerfahren. Da sehen Sie auch, da trage ich auch den Stern. Ich bin mir um die Brisanz des Themas bin ich mir sehr bewusst. Ich habe, wie auch in den Interviews zuvor gesagt, ich habe die ganze Nacht wachgelegen. Weil nochmal, das ist ein Thema, mit dem ich mein Leben lang konfrontiert worden bin. Ich wusste, was das für Wellen schlägt. Das Ausmaß und dass ich vielleicht vom Opfer zum Täter gemacht werde und dass ich jetzt angeblich gelogen haben soll. Darum habe ich mir keine Gedanken gemacht und ganz ehrlich, das hätte ich auch nicht gedacht. Nö. Aber ich werde nach wie vor weiter meinen David-Stern tragen, ob unter dem T-Shirt, auf dem T-Shirt. Kannst du machen? Das ist egal. Aber ich trage ihn immer und ich werde ihn weiter tragen. Und ich werde nochmal, weil Sie mich gerade gefragt haben, ob ich es nochmal machen würde. Ja, ich würde, wenn ich wieder antisemitisch beleidigt werde, werde ich wieder meinen Mund aufmachen und sagen, aber nicht lügen. So nicht. Und das bitte ich alle anderen Jüdinnen und Juden und nicht nur die, denn ich habe auch von vielen anderen Seiten gehört, gut, eine Kette, was ist aber mit der Gruppe, was ist mit der Diskriminierung? Jeder sollte seinen Mund aufmachen. Und das ist das, was ich sage, ich würde es nochmal genau so machen. Herr Ofarim, Sie sagen ja selbst, das schlägt unglaubliche Wellen und wir versuchen hier gerade etwas zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen. In Ihrem Instagram-Video zeigen Sie die Kette vor. Sie ist vor dem T-Shirt zu sehen. Auf dem Video, auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, dass Sie, wenn Sie die Kette tragen, unter dem T-Shirt ist. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie sie unter dem T-Shirt hervorgezogen haben? Ich habe die Kette in die Hand genommen, um zu zeigen, worum es hier geht. Das war meine Intention. Zu zeigen, weil ich einen David-Stern trage. Und weil ich kann mich nur wiederholen, weil ich das immer mache und immer tue und auch dafür bekannt bin. In Fernsehshows auch gegen Antisemitismus oder beziehungsweise... Hey, der liefert ja schon für seinen Anwalt. Der liefert ja schon ab, was er jetzt sagt, das ist schon Strategie für den Prozess. Okay. Weil die werden dann sagen, es spielt keine Rolle, ob die Kette sichtbar war, sondern mein Mandant Gil Ofarim ist dafür bekannt, dass er immer diese Kette trägt und das muss man wissen. So werden sie argumentieren, es wird nichts bringen, ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon die Strategie ist, weil da wird ein Prozess wegen Verleumdung kommen. Und ich denke mal, um das wird es gehen. Ja? Aber die können das ja nicht wegspielen, weil es geht ja um die Kette, es geht ja um den David. Ja, aber das kann dann nicht mehr argumentieren so. Ja. Der kann nur mehr sagen, das spielt keine Rolle. Man kennt mich und man weiß, ich trage es. Ob es in dem Moment sichtbar war oder nicht, das spielt keine Rolle mehr. Um das geht's nicht. Ja? Ich bin Gil Ofarim, ich habe Let's Dance gewonnen, 2017, und jeder in Deutschland kennt mich und jeder in Deutschland weiß, dass ich den David-Stern sichtbar trage. Und wenn irgendwer zu mir was sagt, dann weiß er das. Ja? So wird argumentiert. Ja? Ich war in einer Fernsehshow namens Hart, aber fair. Auch da ging es um dieses Thema. Ich war einen Tag zuvor in einer Fernsehshow im Jüdischen Museum erst noch für Giora Feitmann mit dem David-Stern zu sehen und habe über Antisemitismus gesprochen. Ich
habe gezeigt, worum es hier geht, dass ein Jude den Stern ablegen soll. Das habe ich gesagt und das werde ich genauso wieder machen. Dennoch gibt es eben jetzt durch diese Diskrepanz der Bilder, wenn ich da kurz einhaken darf, eben jetzt doch Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit. Ja. Auch die Polizei ermittelt weiterhin. Mhm. Wie wollen Sie diese Zweifel jetzt endgültig zerstreuen? Das ist die Verzweiflung, die ich auch hatte, wenn Sie das Video gesehen haben. Ich war alleine. Ich war alleine an der Rezeption. Das sagt er in dem Video, sagt er, da war eine Schlange. Ja. Ja. Der sagt nicht, dass er alleine war. Der sagt, es war eine Schlange. Das er meint wahrscheinlich er. Alleine. Schau, er sagt alleine, da. Nein, nein, er sagt wahrscheinlich ohne Partner. Ach so, dass ihm niemand geholfen hat, ja. Oder kein Freund dabei. Freunde, ja, ja, natürlich. Weil die Russin ist nicht da, die Frau ist. Na, das stimmt. Die waren alle gegen ihn, ja. Das ganze Hotel hätte ihn beinahe gesteinigt. Ja, oh mein Giro. Keiner hat irgendetwas gesagt oder konnte mir helfen. Ich sage nicht, es wollte keiner helfen. Aber keiner war da. Ich war völlig allein. Und das ist das, was jeden Tag passiert. Man ist allein. Was soll Diskriminierung? Ha? Weil er sagt, er war komplett alleine. Ja. Und keiner konnte mir, wollte mir helfen. Ja. Dann redet er doch über andere Personen. Ja. Und ich war verzweifelt. Und ehrlich gesagt bin ich es immer noch. Weil dieser Fall, wissen Sie, ich arbeite in dieser Branche und ich mache sowas mit Sicherheit nicht, wie es mir auch vorgeworfen ist, aus irgendwelchen PR-Gründen. Ich habe Familie. Nein, das machst du einfach aus primitivstem Egoismus. Ja, also ich glaube gar nicht, dass der so gescheit ist, dass er das wegen PR macht. Ja, ich glaube wirklich, dass das primitivster Narzissmus ist, was der da abliefert. Ja. Also ich will ihm schon PR zutrauen. Nein. Das ist keine PR. Na, so clever ist der nicht. Ich habe Kinder. Ich hatte aber auch eine Großmutter, die waren zu 8. Und nicht alle kamen durch den Zweiten Weltkrieg. Über diese Themen macht man ehrlich gesagt weder irgendwelche Videos oder Witze, aber das ist das Alltägliche, mit dem wir Jüdinnen und Juden in Deutschland zu kämpfen haben. Und das ist das, was ich gemacht habe. Und ich werde es nochmal. Ich trage den Stern. Gil Ofarim, vielen Dank, dass Sie sich diesem Interview gestellt haben, wie vor zwei Wochen auch schon hier bei uns bei Bild Live. Vielen Dank. Jo. Ja, nicht besonders glaubwürdig, Herr Kollege. Das wird bitter für ihn. Noch tut er mir nicht leid, aber warten wir mal ab in ein paar Wochen. Dann kann es sogar sein, dass er mir eine kleine Mitleidsträne rauskullern wird. Nein, mit sowas. Nein, das ist schon bitter. Das war's. Das finito, ja. Und schau, da muss man, sicher ist er selber schuld und alles, ja, aber asoziale Medien, weißt, scheiß Handy, du gehst raus, bist angefressen, nimmst das Handy raus und alle und legst los, ja. Also, aber das ist unsere Zeit momentan. Ja. Ja, das ist unsere Zeit. Drum steigt's um auf Telefonzellen. Ja.